Könntet ihr sofort wieder starten, wenn es heißt, jetzt geht's los? Also von der Infrastruktur könnten wir übermorgen Konzert spielen, klar. Gar kein Problem. Ich sag mal, die Crew-Leute hätten Zeit. Er schreibt Songs und schwupps sind's Hits. Er schreibt die Unterhaltungsbranche trotz Corona Gott sei Dank noch lange nicht ab und er schreibt E-Mails definitiv besser, als ich das tue. Ich hoffe, er hat mich deswegen noch nicht abgeschrieben und bin gespannt, was er hier und heute raushaut. Herzlich willkommen bei Haus jetzt raus, Johannes Strate. Guten Tag. Ja. Ach du Wortpoet. Ja, also Wahnsinn, ne? Das ist schon ein gutes Feuerwerk, ist ein guter Einstieg. Naja, also offensichtlich kann ich ein bisschen besser sprechen, als dass ich schreiben kann. In dem Moment hast du dich versprochen, ne? In dem Eigentlich Moment, auch lustig. Aber das ist auch schon wieder diese Ebene. Wie hieß der Film mit Leonardo DiCaprio? Also wir gehen jetzt immer... Inception? Ja, wir gehen weiter sozusagen. Und tiefer und tiefer. Jetzt ist das Auto gerade hängt auf der Brücke und fällt in Zeitlupe runter und wir sind in der nächsten Welt. Ich habe ihn nie gesehen. Aber du hast ihn zitiert. Ja. Egal, aber das ist jetzt so. Wir sind sozusagen jetzt, wir sind in irgendeiner Matrix, in einer anderen Matrix gerade. Vielen Dank, dass du hier in dieser Matrix bist. Sehr gern. Und vielen Dank, dass du überhaupt gekommen bist, weil das mit der E-Mail, das hat ja wirklich nicht so richtig geklappt, ne? Nee, du hast einfach irgendwie, ich weiß nicht, ist das so, bist du so ein bisschen schlampig? Oder du hast irgendwie drei- oder viermal es nicht hingekriegt, einfach einen Namen in eine E-Mail zu schreiben, ne? Ja. Ich wollte dir die Einladung hier für diese Show schicken und es ging so gnadenlos schief. Mir wird jetzt noch ganz warm, weil es mir so unangenehm ist. Ja, ist ja nicht schlimm, wir kennen uns ja. Du bist wirklich der perfekte Gast. Sehr gern. Stellt sich raus, ob du bei Haus jetzt raus das getan hast, was deine Aufgabe ist, nämlich ein Thema mitbringst, das du raus hast. Ja, habe ich natürlich getan. Über das wir reden, nämlich... Die Zukunft der Kultur in Deutschland. Oh. Schon. Ich habe gedacht, wir sind sonst immer albern und vielleicht sind wir heute die Hälfte albern und die Hälfte sprechen wir mal über so ein Thema, weil es mich selbst auch interessiert. Und betrifft vor allem. Also für die paar Menschen, die es nicht wissen, Johannes hat ja sowas wie eine sehr erfolgreiche Band. Revolverheld ist deren Name. Mit einer sehr schönen Single aktuell, Leichter. Danke. Kommen wir auch nachher nochmal drauf zu sprechen. Wenn du von Kultur und Kulturbranche redest, bist du gemeint oder meinst du alles, was dazugehört? Ja, also das ist natürlich weit gefasst. Also die Frage, kann man jetzt eher sagen, wo hört das auf? Ne? Aber was natürlich dazu kommt, ist natürlich alles, was Theater angeht, alles, was irgendwie bildende freie Kunst angeht, was natürlich auch Konzerte angeht, natürlich auch Sportereignisse, all das natürlich. Also vielleicht kann man auch sagen, die Veranstaltungsbranche natürlich größtenteils. Das kriege ich natürlich am eigenen Leib auch am meisten mit, jetzt gar nicht mal nur so die auf der Bühne stehen, sondern alles, was dahinter passiert. Das sieht natürlich immer alles so einfach aus, wenn man da auf ein großes Konzert geht oder eine große Sportveranstaltung oder ins Theater oder sonst was. Aber hinter den Kulissen gibt es natürlich sehr viele Leute, die da auch die Strippen ziehen. Wie ist denn das? Seid ihr mit Revolverheld und du in all den Jahren deiner Karriere in der Unterhaltungsbranche, bist du nur mit Menschen in Deutschland vernetzt oder sagen wir mal in der Dachregion oder kennst du tatsächlich auch Künstler und Kulturschaffende in Europa, in nicht deutschsprachigen Ländern und wie sieht es da aus? Ja, also weltweit würde ich sogar sagen. Also wir haben auch schon mal in Peking und Shanghai gespielt mit einer Band aus Peking. Denen geht es jetzt langsam wieder besser übrigens, ne? Weil China ist natürlich durch sehr harte Maßnahmen und auch autoritär diktiert, was in der Demokratie natürlich Gott sei Dank so auch nicht geht. Die können wieder in Clubs gehen und die können auch wieder Konzerte spielen, ne? Davon mal abgesehen. Und viele meiner Crewmitglieder, die bei uns so hinter den Kulissen tätig sind, die sind bei diesem Hashtag Alarmstufe Rot gerade sehr aktiv. Ja. Das kennst du wahrscheinlich auch. Ne? Genau. Und das sind eben die Leute, die gut organisiert sind, die eben aber auch davon leben. So. Und es ist natürlich... Also die unterliegen natürlich gerade einem Berufsverbot und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass ich die Lösung dafür weiß, es wäre ja auch ziemlich vermessen, aber es ist natürlich schon krass, dass da Millionen Menschen in dieser Branche einfach so hart vorm Ausstehen. Die Veranstaltungsbranche liegt brach, da geht gar nichts. Aber gibt es da irgendwas wie ein, also ihr seid vier Jungs zum Beispiel bei euch in der Band, dann kommt noch das Management dazu, also ihr seid vielleicht ein Inner Circle von 10, 15 Leuten. Setzt ihr euch zusammen und überlegt euch, ey, was können wir für die Unterhaltungsbranche, für unsere Roadies und für unsere Merchandiser, wie sie alle heißen, tun oder habt ihr genug eigene Probleme? Also wir haben natürlich genügend eigene Probleme und gucken dann auf der einen Seite, dass wir natürlich das Unternehmen Revolverheld überhaupt am Leben und am Laufen halten, weil das ist natürlich das, was langfristig auch alle diese Menschen am Leben hält. Schreiben also viel Songs, bringen Musik raus und versuchen einfach dahingehend viel zu machen und gucken, was gibt es eigentlich für alternative Sachen. Auf der anderen Seite haben wir aber zum Beispiel dieses Jahr gefühlt jedes Autokino-Konzert gespielt, was ging. Das haben wir gemacht, weil wir Lust hatten, Musik zu machen, haben aber keinen Pfennig dran verdient und haben einfach
crewmäßig ungefähr so groß mitgenommen, als ob wir eine Arena-Tour spielen. Das war Quatsch mit Kanonen auf Spatzen. Autokino, wir sind, glaube ich, fast ein Jahrgang, das kennen wir noch, mit den Eltern im Auto rein, so einen komischen Heizradiator in die Fensterscheibe reingestellt und gib ihm. Jetzt sind auf einmal Autokinos modern oder eigentlich aus der Not eine Tugend geworden, um zumindest sowohl Fans als auch das Portemonnaie zu befriedigen. Wie ist denn das? Also du stehst da oben, ja, und du kriegst ja als einzigen Response eine Lichthupe und eine Hupe. Ja, Hupe ist ja ein föderales System. In bestimmten Bundesländern ist Hupe strengstens verboten, natürlich wegen Ordnungsamt und Lautstärke dann auch. Nicht, ist das nicht komplett? Ich dachte wirklich. Nee, ist verboten, was auch wieder total absurd ist. Du hast im Sommer, da finden auch in den ganzen Städten keinerlei Veranstaltungen statt. Du hast also viel mehr Ruhe. Aber wenn dann irgendwie fünfmal Autokino-Konzerten gehupt wird, klagen die Anwohner. Ah, okay. Also keine Hupen. Lichthupen sind meistens erlaubt, wegen Licht hat sich noch keiner beschwert. Aber bei manchen zum Beispiel Fenster zu, ne? Ja, irgendwie so ein Spalt höchstens auf. Und andere durften sich aufs Dach setzen. Also Thüringen war da zum Beispiel viel entspannter als Niedersachsen. Und wie ist das für euch, da oben zu stehen? Also, speziell. Also, ihr hört euch nur über Ohr wahrscheinlich, genau, ne? Genau, wir hören uns nur über Ohr. Es gibt keine Anlage an der Bühne und die Leute kriegen einen über eine Frequenz im Autoradio. Mhm. Früher hat man wirklich so eine Box reingehängt und jetzt geht es eben über eine Frequenz. Ich hatte so richtige Expertenfreunde, die meinten so, hey, geil, wir sind mit so einem Oldtimer-Cabrio gekommen. So, und ich so, ihr wisst schon, ist hier keine Anlage. So, es kommt übers Radio. Kein Radio. Scheiße, ein Radio hat das Ding gar nicht. So. Wirklich? Also die Leute mal weggefahren, haben nochmal irgendwie ein anderes Auto angemietet. So richtig geil. Voll bescheuert. Ja, ja. Aber geil. Aber dann zumindest eine nette Corona-Geschichte, die du in 10 Jahren erzählen kannst. Ja, eben. Aber so, und dann steht ihr da oben und dann macht man das natürlich auch, um Geld zu verdienen, auf der einen Seite, aber gerade euch Kulturschaffenden fehlt es ja auch komplett, den sprichwörtlichen Auftritt zu haben, ne? Ja, klar. Also ist natürlich wirklich komisch. Wir sind eine Band, die gibt es seit 18 Jahren und seitdem spielen wir auch Konzerte. Und es wäre das erste Jahr gewesen, in dem wir kein Konzert gespielt hätten. Und da so 11, 12 waren es, glaube ich, Autokino-Konzerte. Das war schon ganz schön. Aber es ist natürlich, normalerweise haben wir irgendwie 80 Konzerte im Jahr, sowas, vielleicht auch mal 100. Das ist schon natürlich ein ganz anderes Jahr, aber darüber möchte ich mich jetzt nicht beschweren. Das ist schon, das kriege ich schon hin. Schon okay. Und wie geht es für euch weiter? Also werdet ihr euch einfach darauf konzentrieren, dass dieser Scheiß irgendwann endlich mal vorbei ist? Oder sagt ihr einfach, gut, dann hauen wir halt direkt noch ein neues Album raus oder wir drehen 5 Videos vor oder. Ja, also du hast ja keinen Einfluss drauf, ist ja klar. Ja. Deswegen konzentrieren wir uns natürlich schon darauf, Musik zu machen, zu schreiben und einfach, ja, Musik zu veröffentlichen. Mhm. Ein Album werden wir, glaube ich, in Corona-Zeiten nicht veröffentlichen, weil ein Album bei uns auch immer wirklich geknüpft ist an eine Tour. Und es macht einfach keinen Sinn, dann einfach ein Album rauszustellen, wenn wir sozusagen noch nicht mal rausgehen können und das spielen können, darüber sprechen können. So. Das kannst du mal mit einem Song machen, aber bei uns lebt es schon sehr davon, dass wir live unterwegs sind. Das war immer schon so. Blöd ist natürlich, Corona kann nur noch 2 Jahre dauern oder 3, also steckt wirklich keiner drin. Fällt jetzt eigentlich erst auf, wie mies es eigentlich genau den Leuten geht, die drumherum sind, also die Leute, die die Bühne aufbauen, die Leute nachts noch aufbauen, die den Merch verkaufen, das Ticketsystem im Griff haben und so weiter und so fort, weil die haben ja wirklich, was sollen die tun? Umschulen und wenn ja, zu was? Wir haben schon alles bei uns in der Crew, der eine trägt Pakete aus, der zweite sitzt im Baumarkt und nimmt die Reklamationen entgegen und einer arbeitet für die Musikschulen und kümmert sich um die Instrumente. Mhm. So. Und die können noch von Glück reden, dass sie was gefunden haben. Ist ja auch gerade nicht so, die Leute sind eher in Kurzarbeit und es gibt zu wenig Jobs. Ne? Das ist schon total schwierig. Und da das alles diese sogenannten Solo-Selbstständigen sind, ist da auch jetzt keine große Lobby. So wie sagen wir beim Fußball, sind dann alle Bundesligisten, die schließen sich zusammen und dann wird der direkte Draht zum Ministerpräsidenten gesucht und dann findet man schon irgendwie hemdsärmlich eine Lösung. Ja, also da ist ja nun auch wiederum der große Unterschied. Eine Bundesliga kann auch ohne Publikum stattfinden, haben wir ja gesehen. Also das wird im Fernsehen übertragen, die Leute gucken es zu Hause. Das geht eben bei Theater oder Konzerten so einfach nicht. Könntest du auf lange Sicht ohne Konzerte leben? Mit dem, also jetzt nicht finanziell, sondern emotional. Also nee, emotional nicht. Was würdest du, wenn wir jetzt mal wirklich ein Worst-Case-Szenario zeichnen, was würde Johannes Strate sagen und machen, wenn der ganze Scheiß wirklich noch viel zu lange dauert? Würdest du sagen,
fuck it, das war's, ich schule um, ich mache was anderes. Ich hatte eh davon geträumt, zu malen. Ich glaube, es würden dann so viele alternative Sachen noch in der Musik kommen. Mhm. Also ich meine, ich kann ja immer Musik schreiben und die veröffentlichen. Das würde ich, glaube ich, machen. Es würde wahrscheinlich regelmäßige Streams geben, wo man einfach Konzerte dann nur vor seinem Handy spielt. Wahrscheinlich würde man die irgendwann monetarisieren. Und ab, was da eben noch kommt, vielleicht würde ich mich noch mehr ums Merch kümmern und gucken, was da so geht. Ich bin bei Fotografie ganz viel geleancht und mache das schon seit irgendwie 15 Jahren. Also ich glaube, da gibt es viel, was ich da dranhängen könnte. So. Also da mache ich mir nicht so Sorgen, aber emotional wäre es natürlich Wahnsinn. Also ich meine, das wird aber nicht passieren. Also das ist ja auch klar. Aber das heißt, du hast einen Puffer, den du finanzieller Art natürlich, aber das ist ja auch so eine Sache, auf einmal nutzt man den, obwohl man nie dran gedacht hat, dass man den vor 60 wahrscheinlich irgendwie anrührt. Also es war ja irgendwie so die Altersvorsorge, die einen jetzt viel zu früh trifft. Ja klar, das ist eben so, aber das kann dir natürlich als Selbstständiger generell mal passieren, dass es mal schlechter läuft oder dass es gar nicht mehr läuft. Also das finde ich für mich jetzt nicht so dramatisch. Ich finde es eher viel dramatischer für die ganzen Leute ringsherum außer Crew, die eben vielleicht nicht so einen Puffer haben und die vielleicht auch noch nicht so lange dabei sind und die jetzt einfach wirklich gucken müssen, wo sie bleiben. Muss sich da grundlegend dann was ändern für die Zeit nach Corona, dass man sagt, sollte so eine Pandemie irgendwann mal wiederkommen, müssen die und die Schlüsse gezogen werden, damit es den Leuten besser geht? Wahrscheinlich. Also ich meine, es müssen viel Schlüsse gezogen werden, ob wir jetzt anfangen bei der Digitalisierung, nein, der nicht vorhandenen Digitalisierung der Schulen, so, oder dem schlecht bezahlten Pflegepersonal, dem auf einmal abends um 21 Uhr alle applaudieren, aber besser bezahlt werden sie trotzdem nicht. So. Auch da muss es wahrscheinlich einen Weg geben, wie Solo-Selbstständige nicht einfach so mal eben durchs System fallen. So. Und ich meine, wir sind eben Kulturland, was von Veranstaltungen lebt, wo ganz viel los ist. Und immer in guten Zeiten wird das immer so hochgehalten. Mhm. Ne? Wir als Land der Dichter und Denker und es passiert so viel, überall Theater und klassische Konzerte und Popmusik sowieso und Stadion hier und da. Naja, in schlechten Zeiten wird dann halt eben nicht drüber gesprochen und dann ist man nicht systemrelevant. Und das ist natürlich schon hart. Ja. Könntet ihr sofort wieder starten, wenn es heißt, jetzt geht's los? Also von der Infrastruktur könnten wir übermorgen Konzert spielen, klar. Gar kein Problem. Ich sag mal, die Crew-Leute hätten Zeit. vor allem wirklich. Wahrscheinlich könntet ihr eine echte Jahrestournee spielen, ne? Oder eben nicht. Ich meine, wenn es wieder losgeht, gibt es doch keine Venues. Die sind doch ausverkauft und ausgebucht bis. Ja, es gibt natürlich mehrere Sachen. Ne? Also erstmal, wenn du sagst, du willst eine kleine Clubtour spielen, kannst du, das weiß ich von einem Freund, der hat seine Tour verlegt und dann haben die gesagt, ja, das können wir gerne machen, aber wir müssen in einen Vertrag schreiben, dass wir zurücktreten können, wir, die Venue, weil es uns dann vielleicht nicht mehr gibt. Ah, okay. So, das heißt, das ist so ein 500er-Laden in Berlin. Ja. Und ich meine, das ist natürlich Wahnsinn. Die können eben nicht 6-7 Monate zumachen, die leben nur von kleinen Konzerten und natürlich Party am Wochenende. So, ne? Da ist nichts mit Gastro oder sowas. Das heißt, das ist dann einfach dann schnell vorbei. Also es ist ja kein Geheimnis, dass Revolver hält, also euch gibt es wie lange jetzt? Weit über 10 Jahre, fast 2 Jahrzehnte. Ihr seid bekannt, ihr seid beliebt, ihr seid erfolgreich. Gibt es jetzt sowas, wie sage ich das am diplomatischsten, Jobs, die du sonst nie getan hättest mit Revolverheld, die du jetzt annimmst? Also der Klassiker, das Möbelhaus oder das Privatkonzert für die Vorstandsfrauen? Ach so, meinst du das? Nicht jetzt sozusagen Jobs, die ich... Nee, du kannst ja auch gerne erzählen, aber gibt es Revolverheld-Jobs oder Johannes Strate, der Sänger? Nö, auch die Jobs wachsen natürlich nicht auf den Bäumen. Ja. Also, also ich meine, wir spielen jetzt auf der Baumarkteröffnung spielen wir noch nicht. Mhm. Aber auch jetzt würde eine Baumarkteröffnung ohne Publikum stattfinden. Also auch da kannst du ja jetzt nicht 1000 Leute einladen und sagen, hier ist ein neuer Obi und hier spielt eine Band. Ja, aber es könnte ja sein, dass es jetzt zum Beispiel, dass ihr euch schon immer gesagt habt, auf die Fahne geschrieben habt, nee, bei reichen Elbschusssehern für deren Belustigung zum 50. haben wir einfach keinen Bock. Aber jetzt klopfen sie halt an. Nee, also muss ich ganz ehrlich sagen, klopft niemand an, weil ich habe das Gefühl, alle Leute halten entweder ihre Kohle zusammen. Oder Abstand, haben halt Schiss. Und das ist nämlich auch das Ding. Die Leute, die Musikerkollegen, die jetzt für nächstes Jahr Tourneen veröffentlichen, große, die verkaufen keinerlei Tickets, weil die Leute einfach nicht dran glauben, dass im April eine Tour stattfinden kann. Und ja, das ist wahrscheinlich auch so. Das ist natürlich auch das. Wir sind natürlich mittlerweile so verängstigt, vielleicht ja auch zu Recht, dass eben Tickets Regalhüter, Ladenhüter sind. Also ich
merke irgendwie, das Thema ist nach wie vor echt ein düsteres, ne? Und gerade für Menschen wie du, die in der Öffentlichkeit und in der Unterhaltungsbranche auf der Bühne stehen, kriegst Existenzängste, kommt das irgendwie dann doch mal um die Ecke? Also am Anfang hatte ich das schon. Das war dann, also es ging erstmal gut los. Was heißt gut los? Wir hatten Lockdown und ich war im Homeschooling ziemlich eingespannt. Gehst du noch zur Schule? Ich gehe noch zur Schule. Ja. Ich gehe in die zweite Klasse. Und meine Frau hat aber ziemlich viel zu tun gehabt mit Online-Shop und Klamotten verkaufen. Und ich war dann so ein bisschen zu Hause der Lehrer und Bespaßer. Mhm. Und das war irgendwie, der erste Monat war noch okay. Und dann kamen bei mir natürlich irgendwann wirklich diese Gedanken hoch. Okay, was ist denn, wenn sich jetzt mein Leben ändert? Mhm. Also wenn es sowas nicht mehr geben wird und all das. Das war dann schon ein bisschen interessant und speziell, aber ja, ich kann mich eigentlich auch ganz gut davon freimachen und komme dann eher immer ins Machen und habe gesagt, ich will es nicht rumleiden und zurückschauen, sondern eher gucken, was kann man jetzt machen. Und dann haben wir eben als Band angefangen, alle möglichen Streaming-Sachen einfach mal umzusetzen, Quatsch zu machen. Keine Ahnung, wir hatten eine Show, die hieß Quatsch mit Revolverheld und ich habe zum Beispiel Toni Kroos in Quarantäne in Madrid interviewt. Ja, habe ich gesehen. Also das war lustig, weißt du? Und da wäre ich so wahrscheinlich nicht drauf gekommen und Toni hätte keine Zeit gehabt. Ja. Das sind dann eben Ideen, die man mal macht. Und du kannst dich natürlich als Musiker immer zu Hause hinsetzen und Musik schreiben. Das unterscheidet dich dann eben vom Schauspieler oder Theaterregisseur. Ja gut, der kann sich auch ein Konzept ausdenken. Und kriegst du dann, also wenn du jetzt anfängst, Musik zu schreiben, geht das Corona-Thema da automatisch mit rein? Also, oder anders gefragt, kriegen wir nur noch Corona-Bücher, Corona-Filme und Corona-Musik und Corona-Comedy-Programme? Ja, ich finde es fürchterlich. Also ich habe auch keine Lust darauf. Ich meine, wir haben das Corona-Thema, wir wissen das alle, aber die Leute wollen doch auch Abwechslung. Also jetzt noch Songs über Corona zu schreiben mit, ach, das ist alles so schwierig und ja, wir leiden alle so sehr. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jemand hören wollte, oder? So, bitte? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendeiner auch noch Bock hätte, wenn er ins Auto steigt. Ja, weil zu hören ist alles schwierig. genau. Deswegen, haben wir uns sofort gesagt, wir schreiben jetzt nicht irgendwelche unerträglichen Corona-Songs und Bücher wird es natürlich wahrscheinlich ganz viel darüber geben und in 10 Jahren, was hat der Lockdown mit der Bundesrepublik gemacht oder so. Finde ich wirklich, man merkt ja auch im Radio, die Sender setzen eher auf Erleichterung und ein bisschen Ablenkung. Wird es die Kultur schaffen, abschließend, was meinst du? Ja, klar, denke schon. Also mein Cousin ist zum Beispiel Chef am Krankenhaus und die haben jetzt eben schon super zuverlässige Schnelltests. Die kosten auch nur 8 €. Mhm. Und die gibt es natürlich im Moment nur fürs Pflegepersonal oder eben für Patienten. Und das ist, er sagt, das ist eine wahnsinnige Erleichterung. Sie mussten normalerweise Corona-Patienten erstmal 36 Stunden isolieren. Mhm. Und jetzt ist das so, die kommen rein, die kriegen einen Test und 10 Minuten später wissen die zu 97%, dass sie eben negativ sind oder eben positiv. Das erleichtert den Prozess. Und ey, jetzt mal weitergedacht, in einem Jahr, in einem halben Jahr, vielleicht sind dann Veranstaltungen einfach so, du stehst vor einer Halle an, du hast deinen Test, du machst den, da steht dann drauf, keine Ahnung, gemacht vor 10 Minuten, grün, okay, rein. Ja. Und dann kannst du natürlich mit Atemschutz, sagen wir mal, dich relativ normal bewegen, kannst du eine Halle auch voll machen. Vielleicht ist es das. Ich gehe mal davon aus, dass der Fußballer wieder der Vorreiter sein wird, weil erstens Geld spielt keine Rolle und zweitens ist sind so, die Stadien so groß, die haben das Problem eben, dass sie sofort, da geht es sofort um zigtausend Menschen. Aber sind das Momente, die dir auf den Sack gehen? Also wenn du, also König Fußball darf ja offensichtlich alles, ne? Also von den kriminellen Funktionären bis hin zu Sondergenehmigungen in irgendwelchen Stadien. Das würde mir doch zum Beispiel echt zu denken geben. Ehrlich gesagt, es gibt so viel größere Probleme auf der Welt, dass mir das echt völlig am Arsch vorbeigeht. Ja, also es ist so viel Scheiße unterwegs, da ist mir das echt egal. Und wenn der Fußball da eine Vorreiterrolle unternimmt, innehält und da irgendwie was Gutes schafft, ist das völlig okay. Und dass Funktionäre kriminell sind, das ist völlig klar. Ich glaube, wir dürfen irgendwie, auch wenn es mir manchmal schwer fällt, nicht aufhören, an irgendwas Gutes noch zu glauben. Also nicht aufgeben, würde ich sagen. Ja, ich finde auch, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Vielen Dank, dass du hier gewesen bist. Das war eine weitere Ausgabe von Haus jetzt raus mit Johannes Strato heute hier am Start. Und wie es so schön heißt, ich sage es immer wieder gerne, bitte abonniert diesen Kanal und lasst auch ein Like da. Wenn es euch nicht gefallen hat, vielleicht funktioniert auch der. Kommentiert gerne und schaltet wieder ein, wenn es auch kommenden Dienstag heißt, Haus jetzt raus hier auf YouTube und dann mit einem weiteren Gast. Das war's, vielen Dank, mach's gut, bye bye. Danke.